Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Der Verfassungsschutz hat die umstrittene identitäre Bewegung nach mehrjähriger Prüfung als rechtsextremistisch eingestuft. Ihre Positionen zielten darauf ab, Menschen mit außereuropäischer Herkunft von demokratischer Teilhabe auszuschließen, stellte das Bundesamt fest. Die Einstufung bedeutet, dass die Identitären mit allen nachrichtendienstlichen Mitteln beobachtet werden dürfen. Die Identitäre Bewegung gibt es seit 2012 in Deutschland. Sie hat Schätzungen zufolge etwa 600 Anhänger. Ziel der Bewegung ist ein ethnisch und kulturell homogener Staat. Damit sorgten die Identitären für Aufsehen. Die Besetzung des Brandenburger Tors 2016. Ihr Slogan, sichere Grenzen, täuscht dabei über ihre wahren Motive hinweg. Die werden bei dieser Aufkleberaktion in Freiburg deutlicher, mit denen Studierende im selben Jahr überrascht wurden. Wehr dich gegen den großen Austausch. Also dagegen, dass der Staat Zuwanderung von Muslimen zulässt. Der Verfassungsschutz stuft die Identitären nun als rechtsextremistische Bestrebung ein. Diese geistigen Brandstifter stellen die Gleichheit der Menschen oder gar die Menschenwürde an sich in Frage, so der Präsident des Verfassungsschutzes Haldenwang. Die Einstufung gibt seiner Behörde jetzt alle Möglichkeiten, die Identitären zu observieren, abzuhören oder V-Leute einzusetzen, um an Informationen ranzukommen. Wir machen uns große Sorgen, dass aus der schon bekannten verbalen Brandstifterei mehr wird. Der berühmte Schritt hin zu einer aktiv kämpferischen, gewalttätigen, umstürzlerischen Aktion. Und die Sorge muss man bei der Identitären Bewegung haben. Die AfD will offiziell nicht mit den Identitären zusammenarbeiten. Daran gibt es Zweifel. Ich finde es erschreckend, wie diese Partei mit Mitgliedern der Identitären Bewegung umgeht. Sie beschäftigt sie als Mitarbeiter im Deutschen Bundestag. Von der AfD-Fraktion im Bundestag dazu heute keine Stellungnahme. Keine Glatzen, keine Springerstiefel. Stattdessen geben sich die Identitären smart und modern, gerade auch im Internet. Der Verfassungsschutz macht mit seiner Einstufung heute klar, dass er die Gruppierung gerade auch wegen ihres harmlosen Auftretens für gefährlich hält. Nach zwei vergeblichen Anläufen darf die SPD den früheren Berliner Finanzsenator Sarrazin nun doch ausschließen. Ein Parteigericht des Kreisverbandes Charlottenburg-Wilmersdorf entschied, dass die islamkritischen Thesen des Politikers der SPD schwer geschadet hätten. Es folgte damit einem Antrag der Parteispitze. Allerdings ist der Richterspruch nicht rechtskräftig. Der Anwalt des 74-Jährigen kündigte bereits Berufung an. In der Golfregion hat es erneut einen Vorfall mit einem Handelsschiff gegeben. Nach Angaben aus Großbritannien hat der Iran versucht, einen britischen Öltanker an der Fahrt durch die Seestraße von Hormuz zu hindern. Teheran bestreitet das. Die Straße von Hormuz gilt als einer der wichtigsten Schifffahrtswege für die weltweiten Öltransporte. Sie verbindet die Region des Persischen Golfs mit dem Indischen Ozean. Das Pentagon bestätigt die Darstellung der Briten. Aus dem US-Verteidigungsministerium heißt es, man habe Videoaufnahmen vom Zwischenfall mit einem britischen Öltanker in der Straße von Hormuz. Vorgelegt haben die Amerikaner ihre Bilder bisher nicht. Es geht um diesen Öltanker, die British Heritage. Laut Verteidigungsministerium in London sollen heute drei Schnellboote der iranischen Revolutionsgarden versucht haben, das Schiff in der Seestraße von Hormuz an der Weiterfahrt zu hindern. Die Fregatte HMS Montrose habe einschreiten und die Iraner abdrängen müssen. Das ist eine besorgniserregende Entwicklung, aber ich bin stolz auf die Marine und wie sie dafür gesorgt hat, die Sicherheit britischer Schiffe zu gewährleisten. Wir werden die Situation weiterhin sehr genau beobachten. Teheran weist die Vorwürfe zurück. Die Revolutionsgarden dementieren, dass es irgendeinen Zwischenfall mit ausländischen Schiffen gegeben habe. Irans Außenminister spricht von Unterstellungen, die nur Spannungen provozieren sollen. Streit gibt es zwischen Teheran und London bereits um einen Supertanker mit iranischem Öl an Bord. Die Briten hatten ihn vergangene Woche vor Gibraltar wegen des Verdachts illegaler Öllieferungen für Syrien festgesetzt, wogegen der Iran heftig protestiert. Washington treibt derweil die Suche nach Verbündeten für den Schutz der Seewege in der Krisenregion voran.
eine Koalition der Willigen. Wir werden in den kommenden Wochen herausfinden, welche Länder den politischen Willen haben, diese Initiative zu unterstützen und dann direkt mit den Militärs ausloten, was wir für diese Mission brauchen. Der US-Präsident soll vor allem auf Unterstützung durch die Briten, Franzosen und Deutschen hoffen. Eine konkrete Anfrage aus dem Weißen Haus hat die Bundesregierung aber bisher nicht erhalten. Die Lage syrischer Flüchtlinge im Libanon wird immer prekärer. Seit Anfang des Monats werden in den Camps des Landes keine festen Bauten mehr geduldet, nur noch Zelte, Planen und Holzkonstruktionen. Die libanesische Regierung will so verhindern, dass sich die Flüchtlinge dauerhaft niederlassen. Viele Unterkünfte befinden sich in der Stadt Arsal nahe der syrischen Grenze. Im Libanon leben etwa 1,5 Millionen Flüchtlinge. Sie kommen fast ausschließlich aus Syrien. Khaled Mutawa und seine Freunde reißen Dächer ein, unter denen sie viele Jahre lebten. Von den 113 illegal gebauten Hütten in einem Flüchtlingscamp bei Arsal soll bald nichts mehr übrig sein. So hat es Libanons Regierung beschlossen. Dem 60-jährigen Großvater aber fällt die harte Arbeit schwer. Er leidet unter Asthma. Jeden Morgen kommen Soldaten und fordern uns auf, schneller zu machen. Viele Flüchtlinge leiden unter Depressionen, sind krank. Einige haben keine Beine mehr. Wir haben hier einfach nichts. In der Grenzstadt Arsal haben 120.000 syrische Flüchtlinge eine Bleibe gefunden. Dreimal mehr als Einwohner. Sie konkurrieren um wenige Jobs. Die Strom- und Wasserversorgung steht vor dem Kollaps. Nur jedes vierte Kind in Arsal hat einen Schulplatz. Bürgermeister Al-Hujairi weiß um die Probleme, die Abrissanordnung aber hält er für Schikane, damit die Flüchtlinge hier keine Wurzeln schlagen. Sie erhöht den Druck auf die Stadtverwaltung, die Flüchtlinge, die Hilfsorganisationen, aber sie löst kein einziges Problem. Tatsächlich sei bislang kein Flüchtling zurückgekehrt. Viele fürchten in Syrien Verfolgung. Khaled Mutawa soll mit seiner Familie nun in ein Zelt umziehen. Bislang gibt es nur 5 davon, ohne Strom und Wasser. Er fürchtet, vor Hitze und Kälte dann kaum noch geschützt zu sein. Nach einem Beschluss des Berliner Verwaltungsgerichts ist die Bundesregierung in einem konkreten Fall verpflichtet, Angehörige eines IS-Kämpfers aus Syrien nach Deutschland zurückzuholen. Das geht aus einem Eilentscheid hervor, der NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung vorliegt. Betroffen sind eine Frau und ihre 3 minderjährigen Kinder. Zur Begründung heißt es, die Zustände in dem Flüchtlingslager Al-Haul seien eine Bedrohung für Leib und Leben. Frankreich führt im Alleingang eine Digitalsteuer ein. Nach der Nationalversammlung stimmte auch der Senat den Regierungsplänen zu. International tätige Großkonzerne wie Google oder Amazon sollen Abgaben in Höhe von 3% auf den in Frankreich erwirtschafteten Umsatz zahlen. Die US-Regierung fürchtet Einschränkungen für amerikanische Unternehmen und prüft bereits Gegenmaßnahmen. Es geht um Sie. Google, Facebook, Amazon, Apple, die ganz Großen des Internets. Insgesamt rund 30 Unternehmen weltweit, vor allem aber aus den USA. Frankreich macht sich zum Vorreiter. Der Senat gab heute grünes Licht für die Digitalsteuer. 3% ab einem Umsatz von 25 Millionen Euro in Frankreich. Geschätzte Einnahmen 500 Millionen. Nous sommes confrontés aujourd'hui. Wir haben es zu tun mit Wirtschaftsriesen, die Monopolcharakter haben und die sich einer gerechten Besteuerung entziehen. Die Reaktion aus den USA kam prompt. Präsident Trump ordnete eine Überprüfung an. Man sei sehr besorgt, sagte der Handelsbeauftragte Lighthizer, dass die Steuer in unfairer Weise auf US-Konzerne ziele. Frankreich drohen Sanktionen. Ich muss sagen, unter Verbündeten sollten wir Differenzen anders klären als mit Drohungen. Frankreich ist ein souveräner Staat, der eigenständig über seine Steuern entscheidet. Damit ist der Ton gesetzt. Der Streit dürfte fortgesetzt werden beim Treffen der G7-Finanzminister kommende Woche. Frankreich scheut den Konflikt mit den USA nicht und erwartet von Deutschland
international durchaus mehr Engagement beim Thema Digitalsteuer als bisher. Die für das Amt der EU-Kommissionspräsidentin nominierte CDU-Politikerin von der Leyen hat heute im Europaparlament weiter um Stimmen geworben. Nach einem Besuch bei den Linken sagte der amtierende Fraktionschef Schirdewan, seine Fraktion werde von der Leyen nicht unterstützen. Sie habe keine Vision für Europa, die auf sozialer Gerechtigkeit basiere. Bereits gestern hatten die Grünen angekündigt, gegen von der Leyen zu stimmen. Die Wahl findet am kommenden Dienstag statt. Die Chancen von der Leyen sind ungewiss. Der Europäische Gerichtshof hat die Rechte von Flugreisenden gestärkt. Demnach steht Passagieren auch bei einem verspäteten Anschlussflug außerhalb der EU eine Entschädigung zu, selbst wenn der Flug gar nicht von einer europäischen Gesellschaft durchgeführt wurde. Voraussetzung ist allerdings, dass die komplette Verbindung bei einem europäischen Anbieter gebucht wurde. Flüge können sich erheblich verspäten. Gerade in der Urlaubszeit ist das keine Seltenheit. Nach EU-Recht können Fluggäste dann aber eine Entschädigung fordern. Je nach Länge der Flugstrecke stehen jedem Passagier bis zu 600 Euro extra zu. Der Europäische Gerichtshof musste heute klären, wie weit diese Ansprüche nach EU-Recht reichen. Der konkrete Fall: Fluggäste aus Tschechien wollten von Prag nach Bangkok fliegen. Die erste Teilstrecke ging mit einer tschechischen, also EU-Fluglinie, nach Abu Dhabi. Ab dort hat die arabische Fluglinie Etihad die zweite Teilstrecke übernommen. Erst hier kam es dann zur Verspätung von mehr als 8 Stunden am Ziel. Etihad selbst muss dafür aber nicht zahlen, weil dieser Flug komplett außerhalb der Europäischen Union stattfand und das Unternehmen auch kein europäisches ist. Dafür muss dann aber Czech Airlines für die Ansprüche der Fluggäste gerade stehen. Das entschied heute der EuGH. Wenn man bei einer Fluglinie einen mehrteiligen Flug aus der EU in einen Drittstaat gebucht hat, kann man eine etwaige Verspätungsentschädigung auch dann von dieser Fluglinie verlangen, wenn die Verspätung erst auf der zweiten Teilstrecke außerhalb der EU entstanden ist. Entscheidend für die Richter: Es muss sich von Anfang an um eine einheitliche Buchung handeln und die EU-Airline muss die erste Teilstrecke fliegen. Mit dem heutigen Urteil stärkt der EuGH also die Rechte von Fluggästen. Bei der Tour de France stand heute eine schwierige Etappe mit 7 Bergwertungen an. Sieger nach rund 160 Kilometern wurde der Belgier Dylan Teuns. Der 6. Tagesabschnitt ist eine Berg- und Talfahrt durch die Vogesen, die einen ersten Hinweis geben sollte auf die Kandidaten für den Gesamtsieg. Eine Ausreißergruppe mit 14 Fahrern bestimmt lange Zeit das Renngeschehen. Mit dabei 3 Deutsche, Nikias Arndt, Nils Pollitt und André Greipel. Im Schlussanstieg forciert zunächst der Spanier Mikel Landa und danach der Franzose Thibaut Pinot aus dem Feld heraus das Tempo. Zu spät, um die verbliebenen 2 Ausreißer an der Spitze einzuholen. Der Belgier Dylan Teuns sichert sich auf der 24% steilen Schlussrampe den Tagessieg. Vor dem Italiener Giulio Ciccone. Julien Alaphilippe kämpft um Platz 3 und um das gelbe Trikot. Auf den letzten Metern muss er sich Vorjahressieger Geraint Thomas geschlagen geben. Emmanuel Buchmann wird 8. und damit bester Deutscher. Julien Alaphilippe verliert das gelbe Trikot an Giulio Ciccone aus Italien. Im Norden Griechenlands sind bei schweren Unwettern mehr als 100 Menschen verletzt worden. Mindestens 6 Touristen und ein Fischer kamen ums Leben. Im Küstenort Sosopoli starb ein Ehepaar aus Tschechien, nachdem ihr Camper vom Sturm erfasst wurde. Die Regierung in Athen rief den Notstand aus. Allein in der beliebten Ferienregion Chalkidiki gingen 600 Notrufe ein. Laut griechischen Meteorologen hatten sich in nur wenigen Minuten 2 Wirbelstürme gebildet. Ein seltenes Phänomen, das bei extrem hohen Temperaturen in Meeresnähe vorkommt. Und nun die Wettervorhersage für morgen Freitag, den 12. Juli. Morgen und auch noch übermorgen bestimmt tiefer Luftdruck unser Wetter. Danach macht sich von Nordwesten ein Hoch bemerkbar. In der Nacht verlagert sich der Regen in den Nordosten, dahinter stellenweise Schauer und einzelne Gewitter. Am Tag regnet es zeitweise im Nordosten, sonst Sonne, Wolken, Schauer, die sich am Nachmittag zu kräftigen Gewittern ausbauen. Örtlich Unwetter mit Starkregen. In der Nacht Werte zwischen 16 und 10 Grad, am Tag 18 Grad im Norden bis 27 Grad am Oberrhein.
Am Samstag viele Wolken, nur etwas Sonne, teilweise kräftige Schauer und Gewitter. Im Nordosten ist es freundlicher. Am Sonntag im Süden und Osten Schauer und Gewitter, Richtung Nordwesten ist es trocken. Und auch am Montag kann sich die Sonne kaum durchsetzen. Um 22.15 Uhr hat Karen Mioska diese Tagesthemen für Sie. Ein Jahr nach dem NSU-Urteil, wie rechter Terror nach wie vor Deutschland verändert und Filmtipp Yesterday, wenn es die Beatles nie gegeben hätte. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.